Hallo meine Amigos und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark of Thrones und Heidi Ho, das Känguru. Ja, so heißt er. Und ja, eine neue Folge Ark of Thrones auf meinem PC-Server und heute geht es um eines, wir wollen endlich übersiedeln. Ihr wisst, wir haben viele Tiere, wir haben viel Zeug und das gehört alles in die neue Base. Weil ihr seht, so hat das natürlich keine Zukunft. Den habe ich auch noch gar nicht gezeigt, ne? Das ist der volle Kanne Hoshi. Das ist der Ober Chief Justin von allen, ne? Er ist richtig cool. Das ist so ein Riesengerät. Kann so Stampferdacke und sonst kann er nichts. Ihr seht, der Thron ist etwas zu groß geraten für mich, aber hey, warum nicht, ne? Auf jeden Fall müssen wir mit den ganzen Rimbümpel übersiedeln. Warum habe ich ein Artefakt da drin? Komisch. Wir gehen jetzt mal zu unserem Teleport-Bett. Hier stehen noch die ganzen Musikgeschichten vom letzten Video. Das habt ihr eh, glaube ich, mitbekommen. Jetzt packen wir mal den da drauf. Ups. So. Geh mal kurz da runter. Lass mich runter. Aua. Ja, passt. Das geht gut. Wir fliegen die Biene. Und auch hier steigen wir ab. Und gehen mal teleporten. Alter. Nicht reiten. Will nicht reiten. Komm nicht zum Teleportbett. So, komm. Ah, das ist. Ah! Oh, das ist wieder nicht mein Teleportbett. Wo ist mein Teleportbett? Alter, mein Teleportbett ist wieder weg, oder? Oh, wie ich es hasse. Ja, ist das meins? Eigentlich immer Stamm von Sari. Oh, cool. Dann nehmen wir ihn mit. Der steht gerade gelegen. Er gibt auch gut Gas, ne? Muss man echt mal sagen. Und heute, ja, wir müssen übersiedeln. Es tut mir leid, das muss mal auch sein. Es wird nicht immer nur Rimbümpel, Rimbümpel sein. Wir müssen einfach übersiedeln. Weil, wow. Bist denn du jetzt? Und wo ist das Teleportbett? Ach, du hängst drunter. Alles klar, er ist zu klein. Rutsch mal einen Arsch. Du großer. Den können wir noch nicht reiten, weil wir keinen Sattel haben. Müssen wir mal machen. Ah, das war der erste Alu. Genau, das war ja unser erster Alu. Der lebt noch immer. Bin doch eigentlich geil. Und wir backen in der Schildkröte fest. Nein, nein, oder? Nein, nein. Wir backen in der Schildkröte. Das geht so nicht. Wir haben den Otter auch noch drunter. Er kommt raus. Mäus. Ach, das Pferd ist hier. Das Pferd von Cloud. Was Cloud gezähmt hat, das haben wir auch noch hier. Leute, wir haben Viecher hier ohne Ende. Und oben wird so ein Futterdruck, so ein Deckfutterdruck gemacht. Und dann läuft das. Weil mit der Mod läuft das auch ohne groß Farmen zu gehen. Teleport Map und jetzt bleh, ist wieder das große Scheißen angesagt. Ne? Wir nehmen den und reisen nach. So, ich hoffe, die gehen alle mit. Weil hier oben. Ihr seht, hier ist mein Phönix. Hier ist ein Drache. Der ist aber nicht von mir. Ich glaube, den hat der Dave vergessen, oder? Oder ist das meiner? Nee, das ist von Dave. Sag mal, was macht denn hier solche Dinger her? Wölderradau. Ja, da oben hängt auch noch ein Drache. Ja, hier haben wir auf jeden Fall mehr Platz, ne? Hier können wir die Vierer schön platzieren und es wird natürlich noch gebaut, ne? Also es wird Ställe gebaut mit Mods. Alter, was ist denn da? Irgendwas macht komische Geräusche. Fragt mich nicht, was das ist, aber irgendwas macht komische Geräusche. Kannst du weggehen da ein bisschen? Achso, das ist eh meiner. Alles klar, das ist meiner. Nice. Ja, ihr seht schon, hier bin ich drauf gekommen, dass die Dinger Musik machen und dachte mir. Au. Alter, was ist denn da? Das. Du bist doch auch einer von mir, oder? Oder bist du böse? Wenn du böse bist, hast du da drin. Hier drin nichts zu suchen, mein Freund. Weil wir haben ja das Schutzschild aufgebaut. Wir müssen jetzt echt mal schauen, ob.
der gute Böse ist. Oder was mit ihm los ist. Ich habe keinen Daumen. Frag mich nicht. Fragt einfach mich nicht. Ich bin da anscheinend der falsche Ansprechpartner. Jedenfalls fliegt er die ganze Zeit um mich rum. Okay. Er macht etwas echt schräge Geräusche. Fliegt er mir nach oder was ist mit ihm? Hallo? Blauer Drache? Ne, der ist auf Folgen anscheinend, ne? Anscheinend. Hat er sich jetzt beruhigt? Ja, nichts mehr. Wir drücken mal, dass alle stehen bleiben. Vielleicht hilft's. Keine Ahnung. Ich kann es auch echt nicht sagen. Ficken, blauer. Ich weiß, wir haben einen gezähmt, ne? Das weiß ich schon noch. Hey, das weiß ich, keine Viech ist nicht mitgegangen. Das weiß ich schon noch. Aber. Oh, der geht übel ab, ne? Aber wo. Verdammt. Dachte mir, der ist tot. Okay, was soll's. Wir gehen mal wieder zurück und laden mal alles auf, was wir so haben. Ach ja, und vielen Dank auch für den Tipp mit, du hast kein Element drauf. Ich ziehe jetzt die Rüstung an. Wir holen uns auch gleich Element. Und ja, ich glaube, das war der Fehler. Deshalb als erstes, der ist da stehen geblieben. So ein Sack. Hier haben wir auch noch einen Teleporter. Super. Tribe of Harmony, also Dave hat hier zwei Teleport-Beds. Warum sind so viele Teleport-Beds auf der Map? Dave hat allein in meiner Base zwei stehen. So, Element bekommen wir von dir, mein Freund. Nice. So, 500 Element haben wir drinnen. Und das setzen wir jetzt auch gleich auf die Rüstung. Ne? Einmal hier. Einmal hier. Geht das so auch? Nein, geht so nicht. Müssen wir draufziehen. Auf die Schuhe und auf die Hände. So, jetzt ist gut. Jetzt, ja, das. Wir werden hier alles mitnehmen oder abreißen. Können wir das aufheben? Ne, können wir nur abreißen. Das war das Holz da. Abreißen, aufheben. Oh! Warum bin ich jetzt überladen? Ich verstehe es überhaupt nicht. So, jetzt soll es gehen. Ja, wir sind langsam, aber es geht. Und fliegen schnell. Wir müssen jetzt einfach echt Dinos und so weiter vollstopfen mit dem Zeug. Das ist jetzt das Erste, was wir machen müssen. Weil wir haben natürlich viele Sachen. Ich will das eigentlich nicht hier lassen. So, wie viel kannst du tragen, mein kleiner Freund? Das ist jetzt spannend. Man kann sich auch draufsetzen, geht auch. Wir ballern ihn voll auf Traglast. Er wird unser Kamel, ne? Eigentlich sollte er jetzt alles tragen können. Komm, gib ihm alles. Und jetzt annehmen. Sollte passen, oder? Er ist noch gut. Nice, Leute, nice. Das läuft, die kleine Ratte kann so viel tragen, das ist geil, das ist mal richtig geil. Das Metall ist egal, das bekommen wir auch ohne Ende. Wir bekommen eigentlich alles ohne Ende, das wäre vielleicht ganz interessant, damit wir Prime Blut, das können wir mitnehmen, das bekommen wir auch ohne Ende. Also auf das können wir, und die Perlen, ich zeige es euch schnell. Perlen bekommen wir hier. Seht ihr? Wir haben Perlen ohne Ende. Und wir haben das gleiche System oben in der neuen Base stehen. Wir werden das ganze Element mitnehmen. Aber sonst werden wir von hier, ja, und Benzin. Hier ist das Ding mit der Musik machen und hier sind die ganzen Bänke. Also da werden wir einiges ausräumen. Aber das werde ich jetzt nicht im Video machen, weil das wäre einfach nur sehr, sehr dumm. Ne? Weil das ist ewig Zeitverkackung. Aber ich will einfach von hier weg. Weil, da ist jeder so nah an mich dran. Nicht böse gemeint, sind alle super nette Leute auf dem Server. Ich werde da voll zugebaut. Ich zeig's euch kurz. Wir laufen wahrscheinlich mit der überfüllten Ratte. Also wir haben hier unten eine riesen Base. Wir haben hier eine Base,
Wir haben, hier vorne ist auch gleich eine Base, also wir haben überall Basen. Überall. Wo man hinschaut, haben wir Basen. Und da oben habe ich meinen eigenen kleinen Berg und mehr Platz für meine ganzen Tiere, weil mittlerweile sind es ja doch einige mehr geworden. Und deshalb, jo. So, du müsstest jetzt auch rauskommen, oder? Der hängt wirklich am Pferd. Ja, komm. Komm, du kommst doch vorbei. Ach Mann, hab dich nicht so. Er ist so unsympathisch. Ich meine, das Pferd ist von Cloud. Ja, wenn wir es nicht mitnehmen, ist tot. Das ist immer klar, ne? Weil Cloud, ich weiß nicht, ob der jemals noch auf den Server kommt. So. Ich habe ja einen ganzen lustigen Tribe, ne? In meinem Tribe besteht aus drei Leuten. Einmal Cloud, einmal Tiberius und ich bin dabei. Und der Einzige, was auf dem Server ist, bin ich. Tiberius war nur einmal im Livestream dabei. Könnt ihr aber mal vorbeischauen. Wäre nice. Wäre nice. Ich wollte schon nice schreiben, wir brauchen aber Sari. So, zack und zack. Und jetzt geht bitte alle mit, weil ich will auch neu parken, ne? Also das ist jetzt der Plan. Die kleinen Dinger lassen sich nicht teleportieren. Verdammt. Ist doch voll kacke. Das ist der Plan. Wir lassen uns hier oben nieder. Das heißt, wir bauen hier oben eine richtig nice Base. Nicht nur die Burg, sondern auch für die Dinos das Ganze zum Hinstellen. Das will ich alles hier nach oben verfrachten. Hallo? War doch noch einer? Wo ist mein Teleport-Bad? Was ist das von Dave? Ich finde immer Daves. Ich muss die mal da platzieren, wo Daves die hin platziert. Und dann finde ich sie auch wieder. Hier. Das Pferdchen, ne? Der Pferd, der hat gefällt, ne? So, komm. Du stellst dich auch zu deinen Freunden. Ja, und auf das Stall bauen und so weiter. Auf das freue ich mich. Weil da will ich wirklich die ganzen Mods richtig ausnutzen. Und da können wir dann richtig, richtig tolle Sachen machen. Das wäre der Plan. Aber was mich ein bisschen ärgert jetzt, ist, dass die kleinen Dinge nicht mitgehen. Ich glaube, ich nehme mal die Teleport-Mod runter, die Mod, und lade sie dann neu hoch. Dann sind alle Teleport-Beds weg. Und dann soll jeder nur noch hier Teleport-Beds bauen, wo er sie auch nutzt. Und die dann auch, aber natürlich beschriften, ne? Noch immer voll geil. Also ihr zwei geht nicht mit, kurioserweise, ne? Finde ich voll schade. Ups! Runter da! So, jetzt schauen wir mal, ob die Biene mitgeht. Sonst wird es echt tricky, ne? So, ist jetzt mal echt eine langweilige. Ich weiß, so übersiedeln ist wirklich nicht gerade irgendwie eine spannende Arbeit, aber ich muss sie irgendwann machen. Ich wollte einfach, dass ihr auf dem Laufenden seid. So, die drei Tiere kommen schon mal nicht mit, weil die... Lassen sich nicht teleportieren. Wir könnten sie herspazieren, herlaufen, aber ob das so schlau ist? Bezweifle ich. Du gehst auf jeden Fall mit. Das ist krass bei den Vieh. Das leuchtet in der Nacht so extrem, dass man gar nichts mehr sieht. So, einmal runter und einmal gehen wir noch teleportieren, dann lass mal gut sein. Teleport Map. Das nervt voll, immer den Namen eingeben zu müssen. Gut, ist nur Sarah, aber muss ja nicht sein, oder? So, der Große geht mit, oder? Ja! Boah, wenn der jetzt zum Raufreiten gewesen wäre, das wäre übel gewesen. Das wäre echt übel gewesen, aber sie haben ihn gut gemacht, ne? Ich sag hinten der Manticore-Kopf und die Pokale, das ist einfach schon wow, ne? So, gut. Wir laufen zurück. Hier eben die Burg, die kennt ihr ja schon. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt noch ein bisschen Übersiedlungsarbeit leisten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Ark of Thrones. Oder eben auf PS4 oder sonst wo. Und bis dahin wünsche ich euch immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer Sari. Ciao, ciao.